Er ist irgendwie im Weg. Ich will ihn lieben. Er sieht so. Aber hier ist es, glaube ich, nicht. Nee. Nächster, bitte! Ja, vielleicht. Nächster, bitte! Ist hier keine Funkleitung. Der Typ. Er ist und bleibt ein Penner. Hart gedisst, Rufus, hart gedisst. Juhu. Das musste jetzt mal sein, tut mir leid. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Was, wenn ich da wieder zumache? Nächster, bitte! Ja, drück die Klingel. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hä? Nächster, bitte! Ich hab grad hier gedreht. Nächster, bitte! Ja, und? Nächster, bitte! Aber wenn ich hier mache, geht auch die Schlüssel. Nein, das ist der Schlüssel im Globus. Ach so. Ja. Ah, ich bin total drüber. Was war denn jetzt mit dem Papageien? Vielleicht mit der Katze kombinieren. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Dann gib mir den Kaffee. Kaffee. Ja. Aufwachen. Die einfachsten Dinge komme ich wieder nicht. Ja. Ja, den brauchen wir auch. Schau mal. Das ist mit, nee. Nicht doch. Das er könnte ihn einfach raus. Aber wir müssen ihn irgendwo hinsetzen. Bei Toni? Hat die dann? Ja, die hat eine Papageienstange. Ach so. Ja gut, das kann sein. Ja, richtig. Ich dachte aber irgendwie, dass der nochmal spricht als Backup irgendwie. Als Letzter. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt. Und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhälter oder Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Oh. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne getan. Hoffentlich nicht. Idiot! Idiot! Ha! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Ich glaube nicht. Kann ich jetzt noch mal rein? Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Total. Aber sonst können wir ja eigentlich nichts machen, ne? Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Alles Lügen. Ach so, jetzt hat er einen schlechten Einfluss und müssen wir ihn irgendwo hinsetzen, wo er schlechten Einfluss auf irgendwie ausübt. Ah, jetzt redet er Böses. Ja. Wohin mit ihm? Können wir ihn nicht einfach wieder da zurücksetzen? Das wäre ja irgendwie komisch. Ja. Nee, das geht doch nicht. Ist hier noch was? Oh, das ist ein bisschen kaputt, ne? Ein bisschen, ja. Ja, wir können ja mal mit ihm reden. Vielleicht sagt er uns was. Du, Lonzo! Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Okay, der hilft uns nicht weiter. Ganz und gar nicht. Hannik, vielleicht hat er noch was zu sagen. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnupsipu. Das kann er sich merken.
Nee, das haben wir erledigt. Bis bald. Tschüss. Ach, den sieht so aus. Bla bla bla. Ich will hier durchkommen jetzt und so. Kann ich den nicht hier hinsetzen? Kann ich den hier in den Baum setzen? Oder die Katze in den Baum setzen? Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Richtig. Wenn ich sie da hochscheuche, würden alle erwarten, dass ich sie auch wieder runterhole. Das Kreuz eines Helden. Ist klar. Kann ich die jetzt kombinieren? Ich quäle keine Tiere und im Gegenteil... Nein. Aber die Tiere würden sich ja gegenseitig quälen. Alter, sie muss doch irgendwas zu machen sein. Benzel. Ach, in der Mitte vom Dorf. Da ist doch eine Funkanlage. Och, ja, du, ey. Echt mal. Mensch, Notrufswolde, richtig. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Rufus hat die Frau vom Kind eine geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulweg. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Was für ein Stress hier. Mhm. Jetzt ist er... Das war's hier auch schon. Dann kommen wir hier hoch. So, jetzt ist Cutscene-Time. Ja, ich würde auch mal sagen, bevor wir das machen... Na. Hallo? Ah, gut. Das verdient einen neuen Speicherplatz. Total. 18:04 Uhr. Oh, wir haben ordentlich was geschafft. Oder auch nicht. Doch, haben wir. Och, doch. Ja. Naja, passt schon. Ob nö. Gut, das war ja mal eine erfolgreiche Runde. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los, Pikachu, da sind wir wieder. Ja, in Deponia, ich gehe gleich mal weiterspielen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Ich auch nicht, also, ja. Ich glaube, wir waren irgendwas mit dem Funkmasten. Irgendwie, sowas. Er hat gerade voll Paddy. Da habe ich ja einen. Oh Gott, nee, du. Jetzt müssen wir uns wieder reinfuchsen. Ja. Stimmt, wir wollten noch gerade funken. Wir hatten noch jetzt die Kopfhörer, glaube ich, weil der Typ total abgedreht ist, weil wir so viele auf der Leitung hatten. Ah, das hat man gemacht. Nur noch der Hörer. Ja, den haben wir doch. Der komische Kopfhörer. Ich war doch so weit vorbereitet. Jetzt kann's losgehen. Nett. Jawohl. Hallo. Ist da jemand? Hallo, Cletus. Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist bestimmt wieder Poki. Ja. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte. An alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Hallo, Cletus. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich.
Was hatte ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? Das geht sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. No. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Das sagt ja einiges über ihn aus. Das hat er alles antwortet. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Dafür, dass er was von Rufus will, ist er ganz schön unfreundlich. Ja, und Rufus hinterlässt einen sehr guten Eindruck, wie es scheint. Ja. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Wir versuchen mal was Geld. Anderes. Ja. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut, wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Tja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts? Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ja. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? No, okay, kann ich alles ausprobieren. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ist ein bisschen demotivierend jetzt, wenn wir bei Harvey schon fast durch sind nach der letzten Aufnahme, jetzt bei Deponia wieder quasi fast am Anfang stehen. Ja, na ja. Mitte, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was wollen wir jetzt zu Goal gehen? Ja, und wir müssen ihn mitnehmen. Rolle, Rolle. Nee. War sie nicht noch da? Ist im Krankenhaus. Verdammt. Krankenhaus war ja nicht hier. Ja, komm, mach. Bisschen schneller, bitte. Tempo. Wir essen pünktlich. Oh, sie ist nicht da, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber Badam. Wo ist Goal?